Hallo meine Freunde und willkommen zu einem weiteren Dinosaurier-Quiz von euch. Das heutige Quiz ist von Blue Vaivan, hat er mir im Discord geschickt. Vielen, vielen Dank und ich bin sehr gespannt, wie viele Fragen uns erstmal hier erwarten und wie schwer die sein werden, weil er hat nichts dazu geschrieben, wie schwer die sind. Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an und gucken mal, wie viel wir hier wissen. Erste Frage. Welcher Dinosaurier war der erste, der gefunden wurde? Skelett. Eieiei, okay, das ist eine gute Frage. T-Rex, Megalosaurus, Iguanodon oder Velociraptor? Puh, jetzt die Frage, ne? Also ich gehe mal davon aus, dass als erstes gefunden wurde einer, der relativ spät gelebt hat. Wahrscheinlich in der Kreidezeit irgendwann. Weil das Skelett dann, also ich vermute mal, also normalerweise ist es ja zwischen so Gesteinsschichten, wurden die ja irgendwie dann, also mit Schlamm bedeckt und dann wurden die, ja, wie nennt man das, nicht kontaminiert. Das Wort habe ich schon beim letzten Mal nicht gewusst hier. Wie Pharaonen zum Beispiel, dass die erhalten bleiben und sowas. Das passiert auf jeden Fall mit Schlamm, ihr wisst, was ich meine. Also ich gehe davon aus, dass wir einen Dinosaurier hier suchen aus der späten Kreidezeit, weil, glaube ich, die Kreidezeit die letzte war. Jetzt ist nur die Frage, welcher kommt aus der Kreidezeit. Ich weiß, dass der Rexy, der kommt aus der Kreidezeit, ne? Ja, müsste eigentlich. Der Megalosaurus, keine Ahnung. Megalosaurus ist der, der bei Arkema schläft, ne? Iguanodon. Der Iguanodon ist so random. Vielleicht wurde halt wirklich der Iguanodon als erster gefunden. Eine gute Frage, ne? Velociraptor oder ein Raptor? Boah, ich muss raten, glaube ich. Es tut mir leid, Leute. Ich kann mir das gerade nicht so erschließen, wie ich es gerne hätte. Es könnte jeder sein. Komm, ich gehe mit dem Raptor. Ist Bauchgefühl. Der zweite. Welcher dieser Dinosaurier begegnet. Ne, welche dieser Dinosaurier begegnete sich manchmal? Meine Güte. Das ist auch eine sehr gute Frage. Giganotosaurus und T-Rex, Velociraptor und Triceratops, T-Rex und Triceratops. Da ich schon sehr oft gesehen habe, in irgendwelchen Dokus und so, dass der T-Rex gegen den Triceratops gekämpft hat, gehe ich mal davon aus, dass die beiden sich auch begegnet haben. Also das ist jetzt so meine Herangehensweise. Ich habe schon oft auf irgendwelchen Fotos oder in irgendwelchen Dokus oder so gesehen, dass die beiden gegeneinander gekämpft haben. Also scheint wohl in der Natur dann auch so vorgekommen zu sein. So, nächste Frage. Oviraptoren sind bekannt als Eierdiebe. Ja, das wusste ich. Doch stimmt das? Oh, das ist eine gute Frage. Ich kenne es aus in einem Land vor unserer Zeit und so auch, dass die, glaube ich, Eier geklaut haben. Und aus Ark natürlich. Die Oviraptoren haben zwar manchmal Eier geklaut, haben sich jedoch nicht immer davon ernährt. Aber die Fossile, die gefunden wurden, waren auf seinem eigenen Nest. Ah, das ist interessant. Der Oviraptor nutzte die Eier nur zur Deko seines Nestes. Das glaube ich nicht. Der Oviraptor hat nie Eier geklaut, sondern die Fossile wurden auf seinem Nest gefunden. Also entweder der hat einfach nur den Ruf bekommen als Eierdieb, dadurch, dass seine Fossilien halt auf diesem Nest gefunden wurden, auf seinem eigenen. Oder er hat halt wirklich auch ab und zu Eier geklaut. Ich glaube das Erste. Also sonst hätte sich das, glaube ich, nicht so verbreitet, dass er ein Eierdieb ist. Also ich glaube schon, dass er das ab und zu gemacht hat, aber jetzt nicht unbedingt nur davon ernährt hat. Gehen wir mal damit. So, welcher der genannten Dinosaurier hat den längsten Hals? Das ist eine sehr gute Frage. Alasmosaurus sagt mir gar nichts. Also da bin ich raus. Diplodocus brachiosaurus. Jetzt die Frage. Der längliche Hals, ist der mehr oder der mehr in die Höhe geht? Ist der länger? Ich glaube tatsächlich, dass der Diplodocus größer ist und damit auch einen längeren Hals hat. Aber ich weiß natürlich nicht, welcher der Elasmosaurus ist. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Werden wir nachher mal googeln, wenn wir hier bei der Auflösung sind. Gehen wir zur nächsten Frage. Ich gehe jetzt einfach mal mit dem Diplodocus, weil ich davon ausgehe, dass der größer oder länger vom Hals her ist als der Brachio. Welche Zeit ist die älteste? Das war Trias, ne? Trias, Jura, Kreide. So war, glaube ich, die Reihenfolge. Welcher Raptor ernährte sich meistens von Fisch? Austroraptor, Velociraptor, Utahraptor. Über den Austro. Ich weiß halt, wie die aussehen von The Isle, ne? Gehe mal davon aus, dass der das war. Utahraptor. Utahraptor war ja auch mehr so. Na, ich kann halt nicht davon ausgehen, wie die bei Jurassic Park dargestellt werden, ne? Der Velo war ja in echt auch mehr so vogelartig.
Ich glaube, die Raptoren hatten alle viel von Vögeln. Aber ich weiß relativ wenig. Also den Velo kann ich ausschließen, denke ich mal. Wird einer von den beiden sein, ich gehe mal mit dem Austroraptor, weil ich über den am wenigsten weiß. So, vor wie vielen Jahren lebte der Suchomimus? Ist schon Frage 7, das geht echt schnell. Boah, wo soll ich das denn wissen? 126,3 bis 112,9 Millionen Jahre. Ja, das kann ich halt nur ja raten, ne? Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass die Schätzungen nicht mit so ungeraden Zahlen gemacht werden, oder? Also ich tippe mal, dass die richtig ist, weil da keine Kommazahlen sind. Ich hoffe es einfach mal. Ich kann hier, wie gesagt, nur raten. Frage 8. Welcher Dinosaurier war am größten, ohne Segel oder sonstige Merkmale? Giganotosaurus, T-Rex, Spinosaurus. Ich weiß, dass der Giga größer war als der Rex. Und da hier ohne Segel steht, gehe ich auch davon aus, oder? Aber heißt es nicht sogar, dass der Spino eigentlich auf allen Vieren eher gelaufen ist? Der ist ja nur bei Jurassic Park so auf zwei Beinen. Also ich gehe. Was heißt denn am größten? Von der Körperhöhe oder vom Gewicht oder von der allgemeinen? Weil ich glaube, der Spino war schon sehr, sehr groß. Aber von der Höhe war bestimmt der Giga höher, weil er aufrecht lief, oder nicht? Ich gehe mal mit dem Giga. Es kann auch der Spino sein, aber die Frage. Ja, vielleicht hätte man den noch ein bisschen genauer stellen sollen. Bei größten, ist das jetzt die Höhe gemeint oder? Ja, Größe kann man halt verschieden definieren. Ne? Ihr wisst vielleicht, was ich meine damit. Wir bleiben bei dem Giga. Also ich glaube, der war auf jeden Fall größer als der Rex. Das hatten wir, glaube ich, auch schon in einem Quiz. Und der Spino ist meiner Meinung nach auf vier Beinen gelaufen und damit wahrscheinlich nicht so groß wie der Giga. So, Frage 9. Welcher Dinosaurier war am klügsten? Eieiei. Dromaeosaurus. Geh einfach mal mit dem Uta-Raptor, weil Raptoren sehr bekannt dafür sind, intelligent zu sein. Dann gehe ich mal mit dem Uta. Ob jetzt der Dromeo da klug ist, keine Ahnung. Ich weiß gerade auch nicht, welcher das ist. Habe ich aber schon mal gehört. Also ist kein Unbekannter für mich. Ich kann gerade nur nicht zuordnen, wie der aussieht. Frage 10. Oh, es gibt sogar noch mehr Fragen. Welcher Dinosaurier ist am gefährlichsten? Oh Gott. Wo soll ich das denn wissen? Es kommt halt darauf an, was man für ein Beutetier ist, oder? Denke ich mal. Ja, eine schwere Frage. Geh mal von T-Rex aus. Keine Ahnung, das ist halt auch so eine Auslegungssache, oder? So sehe ich das zumindest. Ich meine, wenn ich ein ganz kleines Vieh bin, ist wahrscheinlich der Utahraptor gefährlicher als der Rex oder der Deinonychus. Und wenn ich irgendwas Größeres bin, dann ist wahrscheinlich der T-Rex gefährlicher. Mit dem Carcharodonto weiß ich gerade auch nicht. Über den kenne ich mich, oder den kenne ich leider auch nicht so gut. Aber der T-Rex war wahrscheinlich der massigste und größte, deswegen auch am gefährlichsten. So, Frage 11. Wer ist der älteste bekannte Dinosaurier? Eine sehr gute Frage. Triceratops kommt aus der Kreidezeit, denke ich mal, ne? Ja, Kreidezeit. Stegomoloch. Den weiß ich gar nicht. Eoraptor. Nie gehört. Hererasaurus kenne ich auch. Kann ich auch wieder nur raten, ne? Den Triceratops schließe ich aus. Den anderen weiß ich es nicht. Ich gehe mal mit dem Eoraptor, weil ich den nicht kenne. Ich hätte zwischen den beiden getippt hier. Eoraptor oder Herera. Frage 12. Oh, wie viele Fragen du hast. Cool. Welcher Dinosaurier war am längsten? Oviraptor ist es nicht. Obwohl, das sind alle so kleine. Die Oviraptor, Deinonychus, Troodon, Velociraptor. Gute Frage. Troodon ist, glaube ich, sehr klein. Oviraptor, glaube ich, auch. Ich würde mich jetzt zwischen dem Deinonychus und dem Velo entscheiden. Und ich glaube, der Velo, der hat eine relativ lange Körperlänge, weil der einen sehr, sehr langen Schweif hat. Gehe ich mal davon aus. Deinonychus ist, glaube ich, auch in Jurassic World Evolution etwas kleiner und leichter, oder? Oder ist der größer? Das ist eine gute Frage. Weiß ich gerade nicht. Also ich gehe mal mit dem Velo. So, welcher kleine Dinosaurier ist der schnellste? Den Ornithomimus, den hatten wir beim letzten Mal schon mal. Der war ziemlich schnell, ne? Gallimimus, Dromiceomimus. Der sagt mir nichts. Ich kann ja auch nur raten. Das sind halt alles Mimusse. Der Ornithomimus, den hatten wir, glaube ich, schon mal in einer anderen Frage und da war der ja auf jeden Fall auch der schnellste. Es waren zwar andere Kontrahenten, aber
Der war auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Nehmen wir den mal. Der bekannteste Fleischfresser, T-Rex. Ganz klar, ne? Der größte, das ist allgemein, glaube ich, der bekannteste Saurier. Der größte Flugsaurier war. Ich klicke es einfach mal an, weil ich weiß, dass der sehr, sehr groß ist. Dimorphodon, kenne ich nicht. Hatzegopteryx, nie gehört. Pteranodon war auf jeden Fall kleiner als der Quetzal Coatlus. Quetzal halt. Ich würde jetzt bei dem Quetzal bleiben, weil das der einzige ist, wo ich weiß, dass der sehr groß ist und den ich kenne. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt zur Auswertung. Bin ich sehr gespannt. So, Dinosaurier-Quiz von Blue Wyvern. 12 Punkte, extrem gut, aber du wirst trotzdem gefressen. Oh, schade. Kann ich mir wenigstens aussuchen, von was ich gefressen werde. 12 Punkte ist gar nicht schlecht. Wir waren echt gut diese Runde. Die Fragen waren auch sehr, sehr gut, Blue Wyvern, muss ich sagen. Bin jetzt sehr gespannt, was wir falsch hatten. Oh, sieht man das hier gar nicht? Oh nein, das sieht man hier gar nicht. Wieso sieht man das nicht? Ach, schade. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich falsch habe. Das ist ja doof. Das müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ich falsch hatte. Das würde mich mal sehr interessieren. Es waren nur 3 Fragen, die wir falsch hatten, zum Glück. Aber leider steht es hier gar nicht. Zumindest sieht das nicht danach aus. Und jetzt kann ich auch gar nicht mehr die Sachen googeln, die ich gerne wissen wollte. Aber wir gehen nochmal zurück, weil wir ja smart sind. Und ich google nochmal eben die Saurier, die ich gerade nicht wusste. Elasmosaurus zum Beispiel, was das für einer ist. Da googeln wir doch mal. So, Bilder. Oh, Elasmosaurus ist so ein Nessie-Ungeheuer. Nessie, Loch Ness-Monster. So, hatten wir hier noch einen, den ich wissen wollte? Die kenne ich. Megalosaurus war der Schlafende von Ark, ne? Googeln wir auch nochmal. Ja, das müsste der Schlafende sein von Ark. Elasmo. Ja, den gucken wir nochmal. Dromaeosaurus. Immer schön, neue Dinosaurier dazu zu lernen. Dromaeosaurus war auch so ein kleiner Raptor. Okay. Jetzt die Frage, was wir falsch hatten, das wisst ihr hoffentlich. Ansonsten kann mir Blue Wyvern das sicherlich beantworten in den Kommentaren. Eoraptor. Okay. Interessant. Interessant. Was haben wir hier noch? Dromiseomimus. Keine Ahnung. Den Ornithomimus, den hatten wir ja gegoogelt. Aber diesen Mimus-Dingern, da kann natürlich jeder der Schnellste sein, ne? Wo soll ich das wissen? Oh, sieht interessant aus. Haben wir hier noch einen? Pteranodon. Hä? Doch hier Quetzal ange. Ach nee, weil die Antwortmöglichkeiten verdreht wurden. Das ist jetzt falsch, aber ist auch egal. Dimorphodon. Google ich nochmal eben. Dimorphodon. Ach, das ist der. Den gibt es auch bei Ark. Der ist cool, den kann man sich auf die Schulter setzen. Ich wusste nur nicht, dass der so heißt. Pteranodon kenne ich. Und nur noch den hier noch. Alles klar. Ah, das ist der hier, okay. Das ist Quetzal. Okay, die sind relativ gleich groß, die beiden, ne? Also zumindest auf dem Bild hier. Und das ist ein Amburgianer. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Blue Wyvern, vielen, vielen Dank für das tolle Quiz. Hat echt Spaß gemacht. Waren sehr, sehr coole Fragen. Schreibt mir bitte in die Kommentare oder einer von euch, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich falsch hatte. Wäre schön, wenn ihr beim nächsten Quiz natürlich die Auswertung auch noch mit reinmacht, dass man das sieht. Ist ein bisschen schade, aber macht jetzt nichts. Das Quiz, die Fragen waren mega cool. Die waren vom Schwierigkeitslevel auch genau richtig. Hast du super gemacht, Blue Wyvern. Vielen, vielen Dank für deine Mühe. Und falls ihr auch mal ein Quiz für mich machen wollt, ihr könnt gerne hier auf testedich.de gehen. Das Ganze ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr ein Quiz erstellen? Schickt mir den Link im Discord und mit etwas Glück mache ich beim nächsten Mal euer Quiz. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.